Beim FC Augsburg ist das Vertrauen in die eigene Stärke zurückgekehrt. Nach dem erfolgreichen Start in die Rückrunde hat der FCA seit dem 8. Spieltag erstmals wieder die direkten Abstiegsplätze verlassen. FCA-Coach Markus Weinzierl will mit Blick auf das Auswärtsspiel in Wolfsburg an diesen Leistungen anknüpfen. Wir haben uns Selbstvertrauen geholt, in Düsseldorf gewonnen. Wir haben zu Hause jetzt zu 0 gespielt gegen Champions League-Teilnehmer Schalke 04. Und jetzt fahren wir nach Wolfsburg und wollen einfach weiter punkten. Wir wollen die guten gezeigten Leistungen der letzten beiden Spiele bestätigen, wiederholen. Und dann fahren wir da zuversichtlich nach Wolfsburg. Auch die Spieler genießen das neue Selbstbewusstsein und träumen von einer Erfolgsserie, ähnlich wie in der Rückrunde der letzten Saison. Die Stimmung ist auf jeden Fall gelockerter, aber Anspannung und Konzentration ist natürlich auch noch da. Und wir versuchen weiterhin die Euphorie mitzunehmen, auf die Fans zu übertragen. Das hat man ja am Wochenende mitbekommen und versuchen dann natürlich in Wolfsburg auch zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir endlich mal belohnt werden sind. Und das spürt man auch in der Mannschaft. Und wir sind alle froh und sind gut drauf. Wir mussten so weiter spielen, viel arbeiten und Dann kommen die Punkte auch. Wie in dieser Woche bekannt wurde, verlässt FCA-Aufstiegsheld Stefan Hein am Ende der Saison das Team. Der Stürmer kam in der letzten Zeit nur noch zu wenigen Einsätzen. Die letzten Jahre waren jetzt nicht so sportlich zufriedenstellend für mich. Und ja, ich denke mal, es ist an der Zeit, was Neues zu probieren. Das heißt zwar auch nicht, dass da besser wird oder anders, aber ja, ich denke mal, versuchen muss man es mal. Wo geht's denn hin? Weiß ich noch nicht, da habe ich noch nichts. Also. Es ist ja noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass sich da noch was ergibt dann. Gegen Wolfsburg wird erneut Alexander Manninger im Tor stehen. Simon Jentschs Fingerverletzung ist immer noch nicht vollständig ausgeheilt.